Ich war eine engagierte Mitbewohnerin. Misstest du den Kühlschrank aus, oder was? Ich koche. Aha. Dann sollten wir das aber noch mal mit den Mengenangaben ein bisschen üben, ne? Wir sind zu dritt. Ich mache ein Dankeschön-Essen für alle Umzugshelfer. Du bist natürlich auch eingeladen. Oh, danke. Dann bin ich ja mal gespannt. Ach, das ist für dich abgegeben worden. Von meiner Mutter. Grenzenlose Freude. Ach Christian, ich habe da gerade echt keinen Kopf für. Mein Leben ist eine einzige Katastrophe. Wegen eines Essens? Ja, wegen einer der Gäste, die nachher kommen. Unser Fabian. Ich werde ihn die ganze Zeit blöd anglotzen, peinliches Zeug stammeln und er lacht sich über mich kaputt, weil er sowieso nichts von mir will. Bist du ja so sicher? Oh ja. Ach Judith, Mensch, wenn du es überhaupt nicht mehr aushältst, dann gib mir ein Zeichen und ich schmeiß ihn raus. Wie sieht das denn aus? Oh, sorry. Sieht total kacke aus, oder? Naja, also... Oder so? Du wolltest Fabian noch eh loswerden, dann ist gut. Dann lieber so. Judith, das ist wirklich nicht schlecht, aber... Sondern total scheiße. Schon verstanden. Lass ziehe ich mir eine Mütze auf, dann ist Ruhe. Judith, ich... Ja, du hast recht. Was mache ich mir überhaupt den Kopf wegen dem? Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn du es so... Sieht total langweilig aus. Lass es so, es sieht gut aus, Judith. Nein, es ist langweilig. Ich dachte, er ist dir ab jetzt eh egal. Ist er ja auch. Ach klar, du machst dich natürlich nur für dich selber schick. Genau, um mich wohlzufühlen und so. Judith, wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, lass die Haare offen. Das wird Fabian gefallen. Dann also doch die Hochsteckfrisur. Kann einer von euch mal aufmachen? Bin schon auf dem Weg. Hey, ist alles okay? Frag mich noch mal in 3 Stunden. Bleib locker. Hallöchen. Hey. Hi. Ist ja nett, dass du mich besuchen willst, aber das Essen... Judith hat mich eingeladen. Ja, ich dachte, das nur für die Umzugshelfer. Eben. Und so ein spannendes Event kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Wenn es dir schwerfällt, du musst das nicht an Hinz und Kunst weiter tratschen. Olli, du musst nicht immer alles auf dich beziehen, okay? Hey. Hi. 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 Hallo, ihr zwei. Hi. Dann sind wir vollständig. Riecht echt gut. Frag mich nicht wie, aber ich fabriziere ein Risotto. Nach Hausfrauenart? Krass. Da stehe ich voll drauf. Könnt ihr schon mal Getränke auf den Tisch stellen? Ja, klar. Ich muss mir das Rezept unbedingt mal verraten. Meine Ma sammelt und so gut wie das riecht. Kann ich dir sagen, wie ich das gemacht habe. Aktion sauberer Kühlschrank. Ich habe einfach alles reingeschmissen, was ich gefunden habe. Ich glaube, da haben sich 2 gefunden, was? Ein Hausmütterchen, das nebenbei auf dem Bau arbeitet. Ist das eine Konkurrenz für mich? Wohl kaum. Dann kann's ja losgehen. Sag mal, kannst du mich hier hinlassen? Das ist mein Stammplatz. Von mir aus? Hast du eigentlich Bescheid von deinem Casting in München? Nee. Oh, bist du jetzt ein Fernsehstar oder was? Das Casting war für einen Werbespot für Niki Di Lorenzo. Oh. Wäre schon ganz gut, wenn's klappt. Wow, du bist bestimmt berühmt. Sag mal, wie läuft's in Akina Dreier? Wie gehe ich meine? 2 Männer, 1 Frau? Welche Frau? Och, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also Judith kocht, sie räumt auf, sie staubsaugt, perfekt. Das ist ganz schön neidig, was? So schlimm sind die beiden eigentlich gar nicht. Mal abgesehen davon, dass Judith alles in der Wohnung rumliegen lässt. Hallo? Was ist denn das hier eigentlich schon wieder? Das ist von meiner Mutter, bring ich das rüber. Also wenn das eins deiner weltberühmten Fresspakete ist, wir wollen was abhaben. Nein. Das ist der Traumfänger aus meinem alten Zimmer. Wie süß. Ist das nicht irgend so ein Eselscheiß? Nein, ein indianischer Brauch. Zeig mal. Cooles Design. An so einen Quatsch glaubst du? Ja. Ja, irgendwie schon.
Und so ein Kinderkram hängst du dir echt übers Bett. Ja, weil ich glaube, dass mit diesen Traumfängern wirklich was auf sich hat. Und zwar? Eigentlich sollen sie Albträume abhalten, aber bei mir hat es eine etwas andere Bedeutung. Es war einmal eine kleine Judith. Und die war die totale Penntüte. In meinem Bett zu liegen, schlafen und träumen, das war einfach das Schönste für mich. Aber immer wenn meine Mutter mich geweckt hat, habe ich das totale Theater gemacht, weil meine Träume da gerade am schönsten waren. Oh, ich schlafe mich ein. Deswegen hat sie mir den Traumfänger geschenkt, damit er die schönen Träume auffängt und ich sie am Abend weiter träumen kann. Damit hast du auch was Interessantes in deinem Leben erlebt. Jedenfalls hat sie mir jetzt den Traumfänger zugeschickt, weil ich ihn schon total vermisst habe. Und die schönen Träume. Die auch manchmal in Erfüllung gehen.